Hier in Rendsburg dreht sich ab heute wieder alles um das mobile Reisen. Wohnwagen, Wohnmobile und Zubehör, die neuesten Trends auf der Caravan und Co. Und in diesem Jahr startet die Messe sogar mit einem Rekord. 120 Aussteller zeigen, was sie im Angebot haben. So viele waren es noch nie. In 20 Minuten kann man einen PKW mit Ladefläche in ein Wohnmobil verwandeln. Ein Akkuschrauber genügt, sagt Stefan Rover. Alles nach Wunsch eingerichtet und das hat seinen Preis. Die, in der wir jetzt gerade drin sind, kostet 46.900, ist aber auch voll ausgestattet mit Lithium. Die sind alle autark, also haben Solar obendrauf. Wir haben eine Markise dran, Fahrradträger dran. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Komfortabler und auch größer wird es in der Luxusklasse. Kunden verlangen nach Unabhängigkeit, denn man möchte nicht nur auf Campingplätzen, sondern auch in der freien Natur stehen. Es geht einfach darum, unbegrenzt mit den Fahrzeugen reisen zu können. Also dass man nicht auf die Uhr guckt, beziehungsweise auf die Anzeige und sagt, die Batterie ist in 14 Stunden leer, sondern die Kunden wollen wirklich durch zum Beispiel PV-Energie die Batterien aufgeladen haben, dass man über die Nacht komplett rüber wegkommt und dass man mehrere Tage am Wunschort stehen kann. Campingfans, die noch die richtige Ausstattung für den Umbau suchen oder die platzsparende Kochausrüstung wie diesen Teekessel aus Silikon, können hier fündig werden. Christian Schlüter ist bereits gut ausgerüstet. Mehr als 100.000 Kilometer war er unterwegs und das elektrisch. Mit seinem E-Bus hat er 35 Länder besucht, immer auf der Suche nach einer freien Steckdose. Kein leichtes Unterfangen. Du bist ordentlich rumgekommen. Wie ist denn so das Ladenetz international? Deutlich besser als der Ruf. Also alles, was Deutschland und drumherum ist, funktioniert perfekt. Einmal nach Spanien fahren, machst du dir keinen Kopf, weil jeder Rastplatz hat eine Ladesäule und nicht nur eine, sondern 10 bis 20 in der Regel. Exotenstaaten, sowas wie Albanien, Rumänien, Bulgarien, da guckst du schon ein bisschen hin, aber auch da gibt es ausreichend Ladesäulen. Und am Ende ist es immer nur eine Frage der Zeit. Einen Langsamlader findest du überall in ganz Europa. So, und wo geht's jetzt hin als nächstes? Nach Hause. 11 Tonnen bringt dieses Weltreisemobil auf die Waage. Viel Platz für Abenteurer mit dem nötigen Kleingeld. Grundpreis 600.000 Euro. Je nach Ausstattung geben viele Käufer aber oft weit mehr als 1 Million aus, sagt Kai Schröder. Wobei nicht nur Superreiche zu seinen Kunden gehören. Wir haben viele Leute von jungen Familien, die sich für 2 Jahre so einen Traum erfüllen und so ein Fahrzeug sozusagen danach weiterverkaufen. Bis hin zu Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben und sich zur Rente hin so einen Traum erfüllen, um dann noch mal 10 Jahre zu reisen, bevor sie, ja, weiß ich auch nicht, ins Altersheim gehen oder was anderes machen. Aber es müssen nicht nur die oberen 10.000 sein, die das kaufen. Und so ist es auch nicht. Bis Sonntag können Wohnmobilbegeisterte und Reisefans auf der Caravan & Co. in Rendsburg die neuesten Campingtrends erkunden.